So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Prost. Ja, wir wollen wieder mal eine kleine Runde spielen. Eine neue Session. Die letzte ging irgendwie über drei Folgen. Ich hoffe, das wird heute nicht der Fall sein. Ich starte wieder unser Preset und wir machen 30k Pinpoint, 5 Runden, unendlich viel Zeit. Wir wollen die exakte Position herausfinden. Und ich würde mal sagen, Start Game. Und wir gucken mal. Prepare yourself. Wo geht's heute hin? Chile vielleicht. Oha. Okay. Erst hätte ich Israel gesagt oder sowas. Aber Follow Car. Gut, kann jetzt durch Zufall auch dahinter fahren. Aber jetzt Marokko. Nee, Malediven. Also im Nordosten ist Meer. Da würde Marokko, Tunesien ganz gut reinpassen. Aha. Das ist ja mal ganz wunderbar. Da Schilder. Okay, Parking, Tarif de Undinar. Dinar. Ich hoffe, Dinar Sindbad. Restaurant. Gammar. Okay. Keine Ahnung, wo das sein soll. Französisch wird da gesprochen. S'il vous plaît. Okay, Arabisch und Französisch. Also Marokko, Tunesien klingt immer wahrscheinlicher für mich. Laketura Kalorifen. Oder das ist irgend so eine Insel. Ja, wenn wir da nicht da kommen, vielleicht kriegen wir eine Top-Level-Domain. Nicht lesbar leider. Wieder Kartoffelkamera. .com da oben. Notre Showroom. Mauritius würde ich nicht sagen. Das fühlt sich irgendwie anders an. Aber könnte natürlich die andere Ecke. Gammas. Was haben wir hier? Vielleicht eine Top-Level-Domain? Gammas. Das wird irgendwas ganz Blödes sein. Also gerade mit dem Französisch ist halt mega verwirrend. Kaputte Mülleimer am Straßenrand teilweise. Okay. Very good. Im Norden und Nordosten mehr. Okay. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Cap Gamar. Gut. Hilft halt nichts, wenn man Gamar nicht kennt. Oder eine Ahnung hätte, wo das sein kann. Ich glaube, kaum, wenn ich jetzt hier ranzoome, taucht Cap Gamar auf, oder? Das wäre schon sehr zufällig. Gamma, doch. Okay. Ja, das passt auch. So vom Nordosten Meer. Deswegen auch überall Wasser. Und wir
sind hier gerade rumgefahren, nicht wahr? Das heißt, wenn hier ein Kreisverkehr gleich kommt, Nordwesten fahren wir gerade erst. Nee, warte mal. Wir kamen von hier, Nordwesten, hier sind wir gerade. Le Grand Bleu, da sind wir. Okay, haben wir gefunden. Die erste Runde geht immer relativ schnell, nicht wahr? Und wir stehen... Le Grand Bleu... Bevor es einmal rumgeht nach Nordwesten, vielleicht irgendwo hier... Hier vielleicht. Und dann geht's rum, dann geht's nach Nordwesten. Und dann geht's rum an dem Restaurant. Das könnte aber auch schon zu weit unten sein. Oder hier. Aber hier gibt's kein Restaurant direkt. Oder irgendwas anderes. Und hallo Mars. Welcome, welcome. Auch nichts Besonderes. Also auf unserer Seite hier ist kein Restaurant oder so. Das hier geht ja nach Südwesten. Das dürfte das sein. Ah, aber wir haben kein Restaurant. Hier unten müssten ja ganz viele Restaurants sein. Vielleicht stehen wir auch echt hier, aber die Dünen müssten wir ja sehen. Straßennamen oder so haben wir nicht. Eine Bushaltestelle. Oh, Bushaltestelle ist gut. Sind hier aber nicht eingezeichnet. Schade. Okay, nochmal zum Startpunkt. Unsere Straße geht nach Südwesten, also so. Es könnte also die hier wirklich sein. Wo ist Le Grand Bleu? Wie hieß denn das Restaurant hier vorne? Da. Das war Sindbad. Okay. Das heißt, die heißen inzwischen anders. Weil Sindbad gibt's hier nicht. Le Grand Bleu kommt später. Sindbad sehen wir nicht. Vielleicht ist es Le Rocher? Das könnte sein. Boah, das ist immer eklig. Von wann sind die Bilder? 24. Okay. Hotel Sindbad? Haben wir sowas? Blanche Gamma. Nee, sehe ich nicht. Können wir einen Straßennamen vielleicht erkennen? Reinfahren können wir nicht, oder? Nee. Ich meine, das sind doch keine offiziellen Straßen dann, oder? Wir haben hier auf jeden Fall zwei hintereinander. Vielleicht können wir uns daran orientieren. Dann wären wir wirklich hier. Wenn bei uns auch noch eine gegenüberliegende Straße wäre und da ist keine. Hotel hier. Megare. Gibt's auch nicht, oder? Ist aber echt versteckt. Das sieht aber auch schon echt Megara. Marsa? Nee. Könnte das hier sein? So ein Kreisverkehr, das wäre uns aufgefallen. So weit sind wir nicht unten.
Okay. Straßenausrichtung. Wir gucken mal. Nordwestlich. Ja, die gehen alle nordwestlich, nicht wahr? Auch so ein Stück könnte nordwestlich gehen. Dann wird uns das Aufmalen jetzt auch wenig helfen. Wir brauchen irgendein eindeutiges Merkmal. Was war hier? Parking. Parking hilft mir auch nicht. Und in die Straße können wir auch nicht rein. Ist da ein Straßenname? Ah, nicht lesbar. Das hier ist eine, die geht nach Süden weg. Nach Südwesten. Also so. Und dann nach Süden. Das könnte die hier gerade sein. Deswegen parken die da auch alle. Da ist auch der Abstand zum Strand noch relativ groß. Dann kommt hier das Sinnbad. Hier haben wir leider keinen Namen. Oh Mann, jetzt sofort den Ort gefunden und jetzt hängen wir 20 Minuten fest, weil wir nicht genau bestimmen können. Le Ombrelle, komm. Weil die ganzen, da, Le Ombrelle, okay. Das ist hier. Und war das die Straße hier eben, die wegging? Nee, das war die Straße. Okay, die sind falsch eingezeichnet. Das steht hier dran, aber es geht da runter. Das ist die Straße, die nach Süden und dann so nach Süden wegging. Die geht danach wieder nach Norden. Davor war eine Straße. Ja, dann stehen wir hier. Oder da. Hier, Villa Megara. Da stehen wir. Das ist es. Villa Megara. So, wie weit war das weg? Das ist noch eine Straße. Also, das Problem ist, hier kommt die Kurve. Villa Megara. Hier ist die Straße. Das ist die erste Straße. Und dann ist das unsere. Kann ja eigentlich nicht anders sein. Und die geht aber eher nach Westen mit leicht nach Süden. Ja doch, das kann nur die sein. Ja, dann stelle ich uns jetzt hier hin. 4,50 Meter. Okay, Villa Megara. Hätten wir das an der Wand nicht entdeckt, hätten wir echt nicht herausgefunden, wo wir sind. Bis hier oben, genau. Die Kurve war dann eindeutig. Das war gut, aber das hier war so gleich. Und blöd, dass diese zwei Restaurants, die hier nicht eingezeichnet sind, Sinbad und Co., das macht das schwieriger. Damit Runde 2. Wieder ein Kreisverkehr am Meer. So eine Ricassani. Da wollte ich hin. Ricassani. Sieht aus wie die Schweiz. Locali, Naxa, Sonna. Sonna sieht nach Ungarn aus. Oder so. Spannend. Salini Resort. Alle möglichen Flaggen. End of Route. Carriageway. Vielleicht Malta? Hair Saloon, Mojaca, Mediterran, Napoli oder nur Italien? Könnte auch sein. Meer ist Richtung Norden. Okay. Kypre. Für Italien ist mir ein bisschen zu viel Englisch. Auf jeden Fall haben wir einen Fluss. Ah, hier haben wir doch Straßen. Sehr gut. Warte, Top-Länder-Domain an der Werbung. Malta. Doch, Malta. Hat Dingli.
So, wo ist Hat Dingli? Ich will ja sagen, wir sind irgendwo da drin. Hier ist die 1. Hier ist die 6. Hier sind wir, nicht? Yachthafen. Trigmarina. Salina Nature Park. Oder hier. Salina Nature Park? Nee. Ich glaube nicht, dass das hier so trocken aussieht. Oder hier irgendwo. Warte mal, das ist jetzt nach Norden. Ja, wir können auch hier in sowas hier drin sein. Salina Nature Park. Wo ist denn Salina? Valletta Silema. Dann werden wir hier sein. Dann sind wir da oben. Dann wird hier irgendwie Salina Nature Park sein oder sowas. Silema Beach. Das sieht auch echt neu aus. Aber da steht Salina und nicht Silema. Gibt's noch einen Salina? Und Floriana sehe ich. So von der Ausrichtung würde das halt gut passen. Okay, wir starten nochmal. Wir starten hier direkt an einem Kreisverkehr. Am Meer. Also der ist wirklich direkt am Meer, nicht? Und das Meer ist westlich. Und hat dann bis Norden nichts mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich relativ dicht an der Küste sein. Hier ist ja kein Kreisverkehr, fährt schon mal raus. Auf der Seite gibt es keine Straßen. Hier wäre das Meer nicht im Norden. Eigentlich können wir ja nur dann hier sein. Dann sind wir irgendwo hier oder so. Dann sind wir gerade hier rumgefahren, aber das ist auch zu viel Wasser. Okay, wir versuchen mal den Straßennamen herauszufinden. Vielleicht ist der Kreisverkehr auch zu neu oder so. Oder so klein, dass er nicht auf den Karten direkt auffällt und man dichter ranzoomen müsste. Okay, also wir fahren weiter nach Nordosten und sind direkt am offenen Meer. Wir sehen ein, zwei Landzungen. Ein, zwei Landzungen. Ja, können wir doch nur hier drin sein. Dann ist das hier der Salina Playground. Wir starten irgendwo hier. Und dann müssten wir ja jetzt nach Südosten. Ja doch, kommt hin. Aber es gibt keine Abfahrten, so wie hier. Das macht das ein bisschen merkwürdig. Hier ist eine Bastion. Das würde man, glaube ich, erkennen, wenn wir da wären. Hier ein Strand, den hätten wir gesehen.
Oder doch hier in dem Ding gerade. Und das ist die Abfahrt. Oder wäre zu wenig Platz. Ja, wir sind hier direkt am Meer. Nicht wahr? Also Nordosten. Nordosten, direkt Meer. Und da sind wir rumgefahren. Und vorher hatten wir Nordwesten direkt Meer. Das kann eigentlich nur hier sein. Weil hier wäre noch ein Turm vor uns, den sehe ich nicht. Da ist eine kleine Insel. Was könnten die hier sein irgendwo? Hallo, Josh. Yeah, but only German. So. Wo ist dieser Kreisverkehr? Ich meine, hier fahren wir auch die ganze Zeit lang. Und dann geht's jetzt runter. Hier wäre auch nichts im Weg. Ich sehe halt nicht, ob wir so hoch sind, dass da unten vielleicht noch eine Straße wäre. Und hier passt das nicht mit diesem Wasserkanal, der ausgetrocknet ist. Ich meine, vielleicht sind wir auch ganz woanders, wie hier oben oder so. Das würde fast noch besser passen. Und das ist die vorgelagerte Insel. Ja, das könnte sein, oder? Weil dann würde ja nicht die 6 dran stehen, sondern die 16, nicht? Die 6 steht ja hier unten nur. Das macht schon Sinn. Wir sind eigentlich an der 6. Da stand 1, 6 und 120 dran. So, die 120 sehe ich nicht. Ich sehe die 1, ich sehe die 6. Aber ich sehe keine 120. Weil wir sind an der Stelle hier. Aber dann, wir haben eigentlich einen zu offenen Blick aufs Meer. Das kann es also nicht sein. Ich würde schon sagen, wir sind direkt am Wasser gerade. Da gibt es halt nicht so viele Optionen. Also eigentlich außer dieser Stelle geht nichts anderes. Und hier wäre auch ein bisschen grün, sodass da irgendwie Nature Park sein könnte. Nur dass da keine Straßen von abgehen, macht mich so stutzig. Oder wir fahren gerade durch die Bastion oder so. Oder das sind die Straßen, die sehe ich nur nicht. Ja, das sind Straßen, aber die haben keinen Namen halt. Schöne Scheiße. Schwierig einzugrenzen. Schwierig einzugrenzen. So. Wo liegt denn Gwadwa? Also in Naxa. Wo liegst du denn? In Naxa. Achso, mit der Fähre Gwadak. Mugar würde ich kennen. Gwadex, da. Okay, das ist die Insel, heißt Gwadex oder so. Okay. Und die 120 in Naxar liegt halt irgendwo, nicht wahr? Ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Und die 120 werden wir nicht finden. Flughafen. Banner ik kan... Kack, hack. Okay, es gibt ja nur diesen Flughafen. Und der ist 2 Kilometer weg. Das kommt sogar ungefähr hin von der Stelle. Das hilft uns also auch nicht weiter. Bahar? Sehen wir irgendwas mit Bahar? Ik kack nack. Ich meine nicht, dass wir hier hinten drin sind oder so.
Nein, wir sind schon auf einer größeren Straße. Die sind allzu klein. Vielleicht sind wir doch wirklich hier über dieser Bastion und fahren hier gerade lang. Baraka. Bahar. Bahar. Ich muss gestehen, ich glaube, ich kann nicht besser mit den Kontaktlinsen gucken. Das macht es nicht einfacher. Ich hoffe, die passenden kommen dann die Tage. So, noch ein Kreisverkehr. Zwei Kreisverkehre? Das ist die 1. Und die 120 gleichzeitig. Und da ist auch nichts weiter. Also hier sind wir auf der Stadt raus. Das heißt, wir sind doch hier irgendwo. Wir sind ja direkt raus. Hier wären wir ja nicht aus der Stadt raus. Und hier auch nicht. Weil hier ist ja nichts. Das heißt, wir fahren rum und sind weg von der Stadt. Und die einzige Straße, die ich sehe, die passt, wäre die, aber die hat keine Kreisverkehre. Nur dieses riesige Ding und das hatten wir nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht der Rest hier aus? Aber dann sind wir vermutlich echt woanders. Vielleicht doch hier. Weil das könnte dann erklären, warum man eher dann rausguckt. Nach Südosten bis Osten. Ich würde sagen, das ist das hier, oder? Dann wären wir irgendwo hier oben. Das macht auch keinen Sinn. Oder das ist der hier, der Gallis Tower. Das ist er. Ja, dann sind wir hier. Dann ist das ein Kreisverkehr geworden. Ich meine, der sieht auch aus, nicht ganz wie ein Kreisverkehr, nicht? Der sieht aus wie eine Traube, die sich in die eine Seite öffnet. Ja, ich würde sagen, da ist die Straßenführung dann nicht richtig abgebildet. Vor allem gibt es nach Norden keine Straße oder nach Südosten. Das passt halt gar nicht. Dafür gibt es halt eine Straße nach Nordwesten. Weil das ist auch nur eine, die hier irgendwo zu so einem Beach führt. Das heißt, die Stelle kann es echt nicht sein. Dann müssen wir eher irgendwo hier drin hauen halt. Hier gibt's eine Straße runter. Das könnte die hier sein. Jetzt haben wir hier Salini Resort. Vielleicht sehen wir das. Savoy, Triton. Winne, Sunseeker, Public Beach, Ibis. Harbor. Ja, oder wir sind hier hinten. Dann würden wir ja in der Stadt landen. Wir sind ja aus der Stadt rausgekommen direkt. Das würde auch keinen Sinn machen. Mann, warum werden die ganzen Sachen nicht angezeigt? Das nervt doch. Haben wir hier schön jetzt Salini Resort.
Komm, zeig's mir doch an. Was ein dummes Ibis. Ein Pizza Hut und Co. Weiß nicht, ob das da drüber hockt irgendwo. Was ist hier noch? Screen, Olea, Venezia, Napoli. Passt irgendwie alles gar nicht. Miracle Lounge, Giuseppis, sehe ich auch nicht. Oh Mann, so eine einfachen Sachen und ich verkack da schon. Ich sag euch, krank sollte man Geotastic einfach nicht spielen. Das braucht echt volle Konzentration, gerade mit den Augen. Muss man echt viel gucken können. Und wenn man da gerade so ein bisschen angeschlagen ist mit allem, ist das nicht gerade leichter. So, noch ein Kreisverkehr. Die Ilsalini geht hier ab. Das Problem ist, auch hier taucht kein Kreisverkehr auf. Ist ja. Aber das würde auch Baja erklären. Aber warum der Flughafen nur 2 Kilometer weg sein soll, erklärt sich mir nicht. Ah, da ist Salina. Okay, da, Salina National Park. Warte mal, dann sind wir hier. Das ist es, da sind wir. Boah. Hä, dann starten wir an dem Tower da. Ach, dann sehe ich doch den hier. Ah, und dann sehen wir, ach, hier sind überall solche Tower. Oh mein Gott. Ja, das soll man wissen. Okay. Da ist der Kreisverkehr, da sind wir und da ist der Salina Nature Reserve. Alles klar. Salina Resort ist da. Okay. Dann kommen wir zurück zum Start und wir sind in dieser Traube. Genau vor den Dingern hier. Also dort, Bango Bongo, 3,49 Meter. Puh. Und damit ab in die nächste Runde. Noch halten wir uns heute ganz okay. Das hier sollten wir auch relativ schnell lösen können, oder? San Miguel NVI ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schwer. Wo ist es? Seychellen. Reunion, oder? San Miguel? Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Saint-Ross, Saint-Berne? Nee, NVI. Die haben auch nur N2, N3. Dann muss es Frankreich sein, aber irgendwo. Vielleicht haben die aber noch Überseegebiete, weitere Inseln. Bei NVI. Einmal Sacare de la Duenas Congosto. Boah. Da ist noch ein Schild. Gucken wir mal, was auf dem stand. Via de Cervico. Otovia, Ponferrada, La Coruna, 233 Kilometer. La Coruna, 233 Kilometer. La Coruna. San Miguel, A Coruna.
Ist doch Spanien dann, oder? Ja, Madrid. Aber haben die auch N? Hatten die nicht diese komischen? Ah, die haben auch Ns. Ah. Ich dachte, die haben immer diese komischen EAP und die komischen Namen, aber die haben auch Ns. Oh, Kaka. Das ist ja schlecht. Okay. Richtung Osten liegt Madrid. Madrid. Hm. Madrid. La Coruña. Bilbao. A Corona, da. Also wir sind irgendwo zwischen da und dort. Von den Sachen würde ich sagen, sind wir irgendwo hier in der Ecke vielleicht. So. Dann müsste San Miguel ja irgendwo auf der Route liegen. Und eine N6 geben. Hier ist die A6. Hat die A6 vielleicht so eine Doppelbenennung? Nein. Okay. Villa Riba, Villa Bajo, Lugo, Corona, Madrid. San Esteban, Caladas. Lugo steht auch dran. Das wäre da. Vielleicht in der Nähe von Lugo, aber ist hier die N6 irgendwo? Hier ist die NVI. Okay, an der starten wir ja. Das ist ja die N6. Warum wird die NVI geschrieben an der Stelle? Wahrscheinlich irgendwas Historisches. So, also irgendwo auf der Höhe. Und wir fahren Richtung Nordosten. Wow, die verläuft nicht nordöstlich. Ah, die verläuft aber auch hier unten lang. Hier verläuft sie nordöstlich. San Miguel de las Duenas. Okay. Und wir stehen hier am Start. Oh, ist das ein Fahrradweg? Nordöstlich. Vor der Ausfahrt. Aber wir haben ja eine Ausfahrt hier. Dann kommt eine Brücke. Ja, das sieht schon gar nicht so ganz verkehrt aus. Ponferrada. Lugo ist 115 Kilometer weg. Okay, das könnte sogar hinkommen. Ponferrada, 4. Kommt auch hin. Das passt. Also die Ecke haben wir auf jeden Fall eingegrenzt. Jetzt müssen wir irgendwie die Stelle genauer identifizieren. Diese Brücke sollte uns helfen. Wenn wir Glück haben. Oh, da geht's. Also um 500 Meter nach Nordosten kommt die Abfahrt hier. Das heißt, wir werden da stehen. Das ist die Ausfahrt, die wir sehen. Das heißt, wir sind irgendwo hier auf der Höhe. Da ist die Brücke, an der sind wir gerade. Das ist die hier. Und da ist dann die N6 und wir sind auf der A6. Okay. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe sind wir genau? Da sehe ich die Abfahrt. Das ist die Stelle. Wir sehen da ein Häuschen, das wird nicht eingezeichnet sein. Ein Hügel?
Nein, der ist zu klein, um hier wirklich aufzutauchen. Hier ist eine gesperrte Spur. Wie viele Meter werden das sein? Wir gucken genau südwestlich, mehr nach Westen als nach Süden. Und wir stehen auf der Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Hier gehen die Straßen zusammen. Ich glaube, bis hierhin, das wäre hier. Dann stehen wir fast eher hier. Und die trennen sich danach erst, ja? Okay, wartet mal. An dem Versatz können wir es ja festmachen. So, der Versatz ist 1, 2, 3, 3, 4 Klicks lang. Und wir sind bis zum Versatz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 zu 9. Das heißt, wenn das da 4 ist, stehen wir da. Vielleicht sogar doch hier. Können wir auf der Seite irgendwas sehen? Die Straße macht einen Bogen noch. Wir sehen eher noch den Bogen der Straße, aber der auf uns zukommt. Oh, das ist schwierig. Oh Mann, Leute. Das ist wieder so ein Ding. Das kann echt in die Hose gehen, da verlieren wir einen Punkt. Ich spüre es jetzt schon. Weil ich weiß nicht genau. Wir können mal auf die andere Seite. Der Abstand zur Straße. Da ist eine Überführung. Sehen wir das? Ich weiß nicht, was da drunter ist. Die Straße geht auf jeden Fall rum. Warte mal, das ist doch hier. Warte mal, das ist doch die Stelle hier. Okay, das heißt, das ist die Brücke. Wenn das die Brücke ist und das die Spur, dann ist die Spur nämlich doch erst für ihn hier zusammen, nach dem Weißen, am Häuschen. Und bei uns dann ab hier. Okay, dann nochmal zählen. 0,5. Ah, sehen wir mal von. Ah, das ist zu weit, ne? Ja, ab hier. Und dann. Wir drücken einzeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann brauchen wir nämlich 7, bis die Straßen zusammengehen. Bei 8 wären wir schon drüber. 7. So, und wir brauchen, bis die Straßen zusammengehen, nämlich nur 1. Das macht das nämlich ganz anders. Dann stehen wir nämlich hier. 2,84 Meter. Man muss halt nur herausfinden, was die richtigen Dinger sind. Boah, das war schon Gezuppel. Aber hinbekommen. Bis jetzt ein guter Lauf. Runde 4. Oh ja, das finden wir auch raus. Gebäude, sehr gut. Da stehen Sachen. Talk Free. Crazy Night. BE. Belgien? Wo sind wir denn hier? Careline. Ah, wird auch nicht schärfer. Custom Careline. Crazy Monday. Continental. Ich hätte ja erst auf Südafrika getippt im ersten Moment. Cash and Carry Transport, aber wir haben Rechtsverkehr. Ne, wir haben Linksverkehr. Okay. Interessant. Capital Bank. Könnte aber auch Australien oder sowas sein. Aber obwohl, die Straßenränder, das sieht schon
Und dann die großen Gebäude, das kann ja auch nicht so viel sein. BW. Botswana? Botswana. Okay. Dann können wir ja nur in Gaborone sein. Weil die anderen Sachen sind alle Pipi. So, und wir müssen irgendwo am Rand von Gaborone sein. Wir fahren südlich. Wir machen einen Bogen nach Nordosten. Das ist die Frage, in welche Richtung liegt die Stadt? Die Stadt liegt auf jeden Fall nicht nach Westen. Das heißt, wir könnten hier oben drin sein. So. Am Anfang dachte ich, wir wären hier vielleicht. Aber das wäre, glaube ich, zu sehr schon drin. Wobei hier drin bedeutet, da stehen ein paar Hütten teilweise. Außerhalb, von daher. Also heute haben wir auf jeden Fall nette Startpunkte. Husqvarna, die finden wir auch echt überall. Husqvarna. Du. Dieselpumpen. Not only batteries. Da haben wir doch. Ein Schild. Francistown geht nach Norden, ja. Stadium geht nach Osten. Hospital auch. Ja, gut. City Center auch. Ja, aber. Das spricht für diese Ecke gerade. Wir sind auf der A12 aber. Da oben sollen wir drin sein. Okay. Trackers Nightclub. Ah ne, die A12 geht nach Norden, Osten, Süden, nach Westen. Das könnte hier sein, ja. Wir sehen halt nicht, wo wir sind. Weil das ausgeblurrt ist. Klokweng Borer. Müsste ja hier, ja genau, Klokweng Border. Also, vielleicht sind wir auch doch hier irgendwo drin. Na, wir fahren mal ein Stück. Wir brauchen ein bisschen mehr. Haben die nicht wie in Amerika die Straßennamen hier über der Straße hängen? Nee. Schade. Das wäre hilfreich gewesen. Dann noch weitere Schilder. Gut, die Schilder werden mir nicht mehr irgendwas sagen, oder? Nur 30, bla bla bla, Left Pass. Wir wissen, wo wir sind. Wir wissen die Stadt, wo wir sind. Wir wissen nur nicht, wo wir dort sind. Eine Brücke oder sowas würde mir super helfen gleich. Da ist zum Beispiel ist nur eine Fußgängerbrücke. Könnte sichtbar werden. Okay, wir sind abgefahren. Und es geht nach Mushudi. Mushudi. Sebe. Mushudi, da. Aber wir brauchen Straßennamen.
Aber da sehe ich schwarz mit. Ist hier irgendwo Straßennamen. Manchester. Oh, schon wieder Fußball. Fun Fact: Das da ist ein altes europäisches Stoppschild. Ah, wo ist es? Oh, sag mal. Jetzt bin ich. Da. Weiß nicht, ob die das immer noch nutzen oder ob die in diesem Abkommen sind. Want to know how a world-class lager is made? Ja, come to Germany. Das würde ich sagen. Simply ask a world-class brewmaster. From Germany. So sieht's aus. War diese EU? Aber Straßenname. Vielleicht, wenn wir eher in die Innenstadt fahren, dass da Namen dran stehen. Die A10 ist das hier. Wir sind doch auf der A10. Ja, dann sind wir irgendwo hier. Ja, stimmt ja. A10. Ja, habe ich ja auch gesagt. Und die geht nach Kane. Kane, ja. Okay. Und über die A1 kommt man nach Lobatze. Wo auch immer die A1 dann ist, das interessiert uns gar nicht. So, gibt's hier irgendein... Vielleicht die Tankstelle. Kaltex. In der Seitenstraße, die nach Südosten. Führt auf unsere Straße. Engel. Das würde nicht mehr funktionieren. Das kann eigentlich nur hier irgendwo sein. Hier wären wir schon wieder draußen. Auf der Seite ist halt kaum was, außer das Ding. Und das kann es nicht sein. Das ist zu weit weg. Was haben wir hier noch? Security Service, Capital Bank. Das passt auch nicht so ganz. Ja, die Straße ist super gerade. Nach Nordwesten. Hier Straßennamen. Kubo Drive. Okay. Damit können wir doch arbeiten. Kubo Drive. Nur, dass es keine Straßennamen hier gibt. Guck mal, nicht, dass wir dichter sind. Okay, darüber sind wir nicht gefahren. Definitiv nicht. Und so viele Straßen gibt es hier gar nicht. Es gibt hier die Mbave. Hier sind wir auch sicher nicht so weit reingefahren. Die anderen haben alle keinen Namen. Ich würde schon sagen, dass es die hier gerade ist. Rein vom Gefühl her müssten wir am Ende dann ja so ein Cluster kriegen an Straßen. Okay. Gucken wir mal, was da passiert. Ah, geht auch nach Nordwesten. Schienen! Gibt hier keine Schienen, sind nicht eingezeichnet. Oder liegen so ungünstig auf einer Straße, dass man sie nicht sieht?
Ich glaube, die sind stillgelegt. Oder hat nicht eingezeichnet, weil die einzigen Schienen wären hier. Ah, da würde nicht die A10 lang führen. Die kreuzt die Schienen nur hier hinten. Wir sind sicher nicht hier drin. Und hier gehen die Schienen einfach nach außen weg. Also die Schienen, die eingezeichnet sind, die können es nicht sein. Weil die gehen bis hier rein. Okay, interessant. Und die gehen hier auf der falschen Seite lang. Nicht nach Südwesten. Kann also auch nicht unsere Straße kreuzen. Okay, weiter nach Nordwesten. Mal gucken, was jetzt kommt. Und das ist das Gemurschel da oben, nicht? Botswanöpe. Ich glaube, das ist das hier. Das ist das hier. Botswana. Nicht? Das hier geht so rein. Das sieht aus, als ob es da gleich wieder rauskommt. Tut's aber nicht. Aber die Straße geht rum. So wie hier. Und dann kommt ein Kreisverkehr. Der kommt aber auch nicht. Okay, es passt nicht. Phase 6 und Phase 7 Residential Extension. Okay. Extension. Ist damit die Phase gemeint? Ui, ui, ui. Phase 8. Phase 7, Phase 6, dann wären wir ja mittendrin. Wenig Logik in den Straßen, du hast. Wo ist Lobatze normal? Das wäre jetzt nach Westen. Überall? Jetzt fahren wir erst nach Norden. Das heißt, unsere Straße geht so und geht dann nach Norden. Kommt dann zum riesigen Kreisverkehr. Eigentlich sind wir außerhalb. Aber wir sind nicht auf der A12. Wenn nicht, dass wir nur hier dieses Stück gefahren sind und jetzt hier sind. Unsere Straße war viel gerader. Nee. Nochmal zum Startpunkt. Das Ding hier hat auch keinen Namen. Wir fahren mal in die andere Richtung.
Ich meine, da ist eigentlich nichts mehr, aber vielleicht irgendwas wie ein Golfclub oder sowas Großes, was man sehen könnte. Rantiston City Center nach Süden. Guck an. Nach Süden. Das heißt, wir sind doch oben. Aber unsere 10, wo gehst du denn lang? Da steht hier nicht mehr dran. Und wir sehen ja, dass da steht dran. Okay, aber selbst hier wäre der Zug hier auf der falschen Seite. Dann wären wir gerade in der Airport Road gewesen. Würde auch keinen Sinn machen. Hier macht auch keinen Sinn. Hier macht auch keinen Sinn. Hier macht auch keinen Sinn und da auch keinen Sinn. Okay, ich glaube, man stellt sich die Stadt wesentlich dichter bevölkert vor, als sie vielleicht wirklich ist. Was haben wir denn hier? Hier. Lubatze Road sind wir. Okay, die habe ich schon gesehen. Lubatze. Das ist doch mittendrin. Oder? Oder war die hier außen, Lubatze? Nee. Lubatze. Ecke Karma. Kubo. War nicht die hier? Old Lubatze Road. New Lubatze Road. Ja, wir sind aber nur in der Lubatze Road. Lubatze. Batsche. Mushroom. Und Kammer. Gut, könnte natürlich sein, dass wir dann auf der hier sind. Kumatze Road. Kammer Cress Road. Hier sind wir. Mittendrin. Wir sind ja nach Süden gefahren und kommen jetzt hier drauf. Das heißt, wir starten ja irgendwie hier. Dann war das Ding und da sind wir über die Schienen gefahren. Ja, das kann nicht sein. Hier, das hier. Und nach Norden und da ist der Kreisverkehr. Hier sind wir gewesen. Ja. Wenn hier jetzt noch die Tankstelle ist, Caltex Fixing, okay. Und du hast auch Kubo Drive, okay. Das heißt, irgendwo hier zwischen stehen wir. Wir sind mittendrin und das ist nicht die Autobahn, auf der wir sind. Krass, okay. Habe ich die Schilder falsch gelesen? So, die Frage ist nur, wo? Also hier kommt eine kleine Straße. In die können wir auch reinfahren. Die endet aber auch sofort. Führt nach Westen an die Schienen. K-
Okay, wir fahren an den Schienen. Das heißt, wir müssen hier sein. Und hier ist die kleine Straße nach Westen, die zu den Schienen führt. So. Die ist in Sichtweite. Ja. Die ist in Sichtweite. Und vor uns kommt dieses Dreieck mit der Ausfahrt, das hier. Das heißt, wir sind irgendwo dazwischen. Okay, jetzt, wenn wir genau nach Osten gucken, gucken wir auf die Rückseite von dem Gebäude. Das heißt, da so. Das dürfte das sein. Das ist der Zwischenbau. Aber diese geschwungene Kante ist hier nicht abgebildet. Ich würde sagen, das passt. 20 Meter! Puh. Okay, auf der falschen Straßenseite stehen wir hier. Aber geschafft. Ah, da habe ich mich ja verguckt. Also es wirkte, als ob wir außerhalb der Stadt sind. Wie wenig bebaut das ist, nicht? Man denkt natürlich, das hier ist eine richtige Stadt, wo alles eng an eng ist, Laden an Laden. So typisch europäisch, denkt man. Das ist es aber gar nicht, nicht? Es war ja eigentlich nur Feld. Und ein großes Haus hier, in dem wir gestartet sind. Aber das Ganze und die ganzen Einzeichnungen suggestieren natürlich, ja, riesige Flächen, die bebaut sind. Aber gut, das war eine spaßige Runde, nicht? Man hatte die Straßennamen, man hatte die Schienen, man hat herausgefunden, wo man ist. Man musste ein bisschen knobeln, hat es dann aber relativ schnell gefunden. Macht Spaß. Und damit kommen wir in die letzte Runde, Runde 5 von 5. Ach du Kacke. Machen wir eine überlange Folge, weil dafür lohnt sich, glaube ich, keine Folge, nicht? Ich kann hier jetzt eine Stunde brauchen, ich kann jetzt hier 10 Minuten brauchen. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen hänge ich das jetzt einfach mit dran. Wahrscheinlich wird es niemand sehen. Das heißt, ich kann hier sagen, was ich möchte. Und keiner wird sehen. Ansonsten schreibt das Codewort Hampelmännchen in die Kommentare. Also ich habe auch so vom Gefühl her gar kein Gefühl. So, mal bewölkt. Ja, super. Die Sonne ist genau im Westen. Eher im Süden, also sind wir eher im Norden. Könnte Spanien oder sowas sein. Könnte aber auch, weiß ich nicht, was sein. Marokko, Italien, Griechenland, Mazedonien. Okay, gelbe Schilder. Interessant. Griechenland, Itaok. Albanien, Türkei. Ah, noch mehr Schilder. Wenn es Griechenland ist. Nee. Euro. Doch, ist Griechenland, ne? Ist griechisch. Das sah zumindest griechisch aus. Ah, Griechenland kann richtig übel sein. Weil wir nichts lesen können. Griechenland. Flagge sagt das Übrige. Es ist eher die Frage, finden wir eine Hauptstraße, die uns ein Schild gibt, wo wir sind, weil mit Ayivu und so können wir wenig anfangen.
Da stand eben was Lesbares, oder? Otake. Oh, Otake. Ey. Du. Nee, da geht's, glaube ich, runter. Dann fahren wir lieber hier drüber raus. Wenn wir wissen, wie das Ort heißt. Wir wissen, wie der Ort heißt. Im Zweifel können wir da ganz schnell nachgucken. Jetzt ist eher das Problem, eine Autobahn zu finden. Das heißt zurücklehnen. Und schlafen. Ach so, ich bin der Fahrer. Sekundenschlaf ist gefährlich. Ich richte mich mal lieber auf. Auch am Geotastic-Steuer darf man nicht schlafen. Die stimmt, die hatten gelbe Zeichen. Das fällt mir immer mal wieder auf. Ah, das wird auch nicht helfen. Ayewowo, Kayopowo. Ah, hängt da eine Straßennummer drunter? 100 Meter. Sind auch sehr moderne Schilder. Lindros. Okay, das kann man schon mal lesen. Immerhin, die Straße hier ist doch besser. Ich würde eher Richtung Stadt fahren. Palembela, Livadi. Also kleine Orte sagen einem halt gar nichts. Aber die letzten Male, wo ich in Griechenland war, war schon relativ beschissen. Ich meine, so ein EU-Schild wird uns auch nicht weiterhelfen. Vor allem ist es so überblendet und steht auch nur auf Griechisch alles drauf. Das hier, das hilft zum Beispiel. Das ist sehr, sehr gutes Schild. Weil das sind Orte, die man kennen kann. Thessaloniki. Und das geht nach Westen. Das heißt, wir sind hier in der Ecke und da ist Kavala. Und Katerini. Alexandropolis, das hatten wir auch schon mal. Und das dann Richtung Osten. Okay, was sind denn 66 Kilometer? Das hier sind 50. Also zwischen denen, das sind 50. Das heißt, wir sind irgendwo hier so. Achso, hä? Falsche Orte genommen. Upsi, nochmal. Das da sind 50. Okay, das hier sind 50. Das heißt, irgendwo auf der Höhe hier. Ich frage mich halt nur, warum ich Katerini nicht sehe. Könnte sein, dass Katerini nicht in Griechenland liegt? Xanthi. Katerini, da, in die Richtung.
Okay, wartet mal. Wenn das nach Westen... Wenn das hier ungefähr 50 sind, dann können wir ja eigentlich eher hier auch noch liegen. Okay. Dann fahren wir mal in die Hauptkreuzung und dann fahren wir da in die andere Richtung. Oder wir gucken mal, wenn das Ort Katepwim, ob wir das vielleicht schon sehen hier irgendwo. Katepwim. Man kann auch ganz anders sein, aber warum würde Katerini dran stehen und Thessaloniki in unterschiedliche Richtungen? Das hier wäre doch eine Richtung. Das heißt, ich muss ja eher von hier kommen, sodass es Sinn macht, nicht über die Autobahn dahin zu fahren. Also eigentlich müssten wir denn hier sein. Nicht, dass man sagt, Thessaloniki darüber und Katerini darüber. Ich meine, 30 Kilometer, das hier sind 50, also zwischen den beiden sind 50 Kilometer. In etwa. So. Thessaloniki ist 66. Da könnten wir also auch hier sein. Das heißt, irgendwo vielleicht hier oder dort. Auch eine Möglichkeit. Larissa. Kapewa. Kapua. Katepin. Es ist echt schwierig. Oder halt wirklich. Aber wenn ich hier oben drin, warum sollte ich Katerini ranschreiben, nicht? Das muss eigentlich eine dumme Straße sein, die einfach wegen den Bergen viel länger ist, als sie sein sollte. Und hier kommt man nicht richtig rüber. Akipfim. Bin ich noch nicht ganz zufrieden damit. Ich meine, wir haben zumindest den Kartenausschnitt in etwa. Nicht? Also wir wissen da und da. 33 dahin, 66 dahin. Selbst wenn wir dann, wenn das hier 50 sind, 33 nach da, dann wären wir halt hier so oder irgendwas. Ja, es kann schon sein, dass wir hier hinten irgendwo drin stecken in den Owen. Dann würde ich ja immer erwarten, dass ich die großen Viveria anstatt Katerini ranschreibe, nicht? Katerini würde ich auf der Seite vermuten, dass ich es ranschreibe. Hier würde ich Veria vermuten, eher ranzuschreiben. Hier Calestera. Hier Edessa. Das heißt, der Ausschnitt hier. Sollte unser Ziel sein. Katevidia. Papa Eva, das hatten wir schon. Kayusia. Kapur hatten wir auch schon. Kapivia. Im Wasser sind wir nicht. Nationalpark Olymp. Okay, Olymp Oros. Olympos.
Okay, wir fahren mal weiter. Ali Yuvu, Head Center of Aiginio. Aiginio. Gut, das könnte die Region sein, nicht Aiginio. Es ist richtig beschissen. Okay, hätte ich gewusst, dass wir in Griechenland sind, hätte ich vielleicht die Aufnahme doch zweigeteilt. Griechenland ist nämlich mit Endgegner. Ich muss erstmal wieder wach werden. Die Tage und Arbeit sind zu lang nach Kranksein, nicht wahr? Ich muss aber auch sagen, die Kopfhörer machen mich heute so ein bisschen müde. Jetzt hier irgendwo lang? Nee. System. Ah, da. Kolindros. Stimmt, Kolindros. Vielleicht ist das am einfachsten zu finden. Kolindros. Es müsste ja auch hier doppelsprachig dran stehen. Und halt nur 33 Kilometer von da weg. So 10, 20. Das sind 20. Bis hier, also bis hierhin sind 30. Das heißt, wir können ja nur in dem Umkreis auch sein. Ich würde dann fast schon sagen. Und Kolindros wird auf einer gelben liegen, weil die da mal zweisprachig sind, oder? Ja, nicht immer. Koi, nee. Gleicher Anfang, falsche Endung. Und hier unten würde ich ja auch denn erwarten, dass eher Larissa oder sowas ansteht, bevor man die kleinen Orte davor hinschreibt. Das heißt, es muss eine Richtung sein, die auch Sinn macht, dass der Ort rangeschrieben wird. Elasone haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Lektoraria auch nicht. Nitros, Methone. Hier, da ist es. So, und das ist 8 Kilometer weg. Ich meine, ich gucke die ganze Zeit hier auf die Ecke, aber ich erkenne die Namen einfach nicht. Okay, aber dann können wir jetzt zum Start zurück. Ich hoffe, ich fahre jetzt in die richtige Richtung. Wo war denn das Eingangsschild vom Dorf? Ja, das war richtig. Okay, war doch ein bisschen weiter weg. Ah, oh, in die Richtung können wir nicht mal weiterfahren. Oh, haben wir aber wirklich Schwein gehabt. Nee, warte, in die Richtung können wir nicht weiterfahren. Das heißt, wir können nur nach Südosten. Okay, ich habe mich verschätzt. Echt so oft geklickt? Ich dachte vorhin 4, 5 Klicks und wir waren im Dorf, aber okay. Hätte ich mir vielleicht doch einen Marker da setzen sollen. Aber wir haben so viele gute Sachen zwischendurch gefunden. Solarzellen? Dann bin ich hier vorher lang gefahren. Ist das überhaupt unser Startpunkt? Fühlt sich gerade nicht so an. Ah, doch, stimmt, die lange Straße. Doch, an die kann ich mich noch erinnern. Habe ich schon total verdrängt, dadurch, dass wir durch so viele Orte dann gefahren sind. So.
Wo ist das Stadtschild? Das war hier doch irgendwo gleich. Okay, also dann müssen wir doch ein bisschen mehr Rückwärtssuche dann machen. Warte mal, da war's doch, oder? Nee, da stand nur Itaka Doko irgendwas dran. So, hier. Anjos Koihudonus. Kodupok, Kodupu. Gut, das könnte was anderes sein als der Ort hier. Und 8 Kilometer sind so viel wie zwischen der Ecke und dem. Also in dem Bereich können wir uns nur befinden noch. Das ist also der Ausschnitt, der uns nur noch interessiert. Okay, dann fahren wir noch ein Stück weiter. Da stand der Name. Ajivu und Katepfin, genau. Da. Und wo ist jetzt Katepfin? Okay, aber wir wissen, es geht in die Richtung. Kativia. Verrückt. Also, das, 8 Kilometer von da und wir fahren die Richtung. Da können wir eigentlich doch nur hier hinten irgendwo sein. Irgendwo hier hinten drin. Okay, wir brauchen trotzdem unseren Ortsnamen. Das ist wirklich der Ortsname. Ein neues Koisivodopus. Hier. Aya, nicht Anjos. Einios? Okay, wird mit AY vielleicht abgekürzt. Und Koividupu. Oh, okay, es könnte sein, dass wir hier drin sind und dass das Koipok Koidopu ist. Weil es wird sonst zu ähnlich geschrieben, oder? Außer hinten das letzte Symbol und vielleicht kann das U mit einem C, Cedir und einem Strich auch geschrieben werden, wenn es langgezogen ist oder sowas. Weil das eine ist alt und das andere neugriechisch oder sowas. Weil ich glaube kaum, dass es zweimal den gleichen Namen gibt, oder? Dann sind wir irgendwo hier oben drin. Theoretisch. Und die Straße teilt sich so. Das muss man ja auch sehen. Das eine geht nach Nordosten weg und das andere nach... Ja. Eine nach Nordosten, das andere nach Südosten. Das tut's hier aber nicht. Es müsste ja so... Und das andere so. Das heißt, wir fahren gerade eher östlich. Ja, das passt nicht. Das geht auch nicht. Da trennen sich die Sachen anders auf. Hier auch falsch rum.
Wir gehen die südlich ab, die kleinen Straßen, anstatt nordöstlich. Die anderen Namen habe ich nicht gesehen. Okay, wir fahren also eher Südosten die ganze Zeit. Also so. Nicht die ganze Zeit. Das, wir können doch nur hier auf der Straße sein, oder? Vielleicht ist das eine so ein Sandweg, der gar nicht eingezeichnet ist. So, und dann kommen wir auf eine Straße, die nach Norden nach Ajivu führt. Dann sind wir doch eher hier drin. Dann können wir, dann müssen wir hier reingefahren sein. Aber so einen Knick haben wir zum Beispiel nicht gehabt. Könnten hier sein. Aber da kann man nicht aus dem Südosten ran. Passt also auch nicht. Wir könnten hier durch sein. Aber wir haben nach Osten geht's nicht weiter bei uns. Wir fahren so da rein. Dann können wir nicht weiter nach Osten. Und das haben die Städte alle nicht. Die haben alle wartet mal. Das ist doch hier. Wir fahren nach Süden und stehen hier gerade. Das ist nur dieses kleine Stück. Ja, okay. Und dann geht die Straße nämlich so komisch hier rum. Alles klar. Ja, das ist es. Boah. Okay, das ist echt mies. Also sind wir doch irgendwo hier. Und das war die Straße, die nach Nordosten abging. Haben wir ja schon mal einiges rausgefunden. So. Unsere Straße geht eher nach Osten. Also wahrscheinlich hier. Kurz bevor es nach Westen geht. Straight. Es gibt eine kleine Kurve, die geht nach Westen und dann geht sie nach Südosten. Also hier ist Westen. Das kann es aber eigentlich nicht sein. Westen. Dann gibt es eine kleine Kurve und dann sind wir im Südosten. Ist eigentlich so. Dann sind wir. Aber das ist nicht westlich genug. Und das hier geht zu hoch, die Kurve. Okay, und vor uns liegt ein Weg, der geht nach Südwesten weg. So. Bis auf den hier. Okay, aber wir wissen, wir sind ja nach der Stelle. Wir sind eine Weile gefahren. Wir wissen, hier kommen wir nicht weiter. Eigentlich geht er nach Westen weg, wenn man ganz genau ist. Also eigentlich geht er so weg. Gibt's halt nicht. Leicht südlich, aber eher so. Der ist nicht eingezeichnet. Das ist zum Mäusemelken. Wir haben auch keine Häuser hier.
Es geht eine ganze Weile ganz stark östlich mit Südeinschlag. Dann eine Kurve und dann wieder südlich mit Osteinschlag. Okay, also es geht so, so. So, so. Das heißt, wir sind hier. So, Kurve. So, Kurve, so. Ah. Dann ist das hier die Straße nach Westen. Ah, die müsste ja nach Süden gehen. Stimmt, macht keinen Sinn. Das wäre auch zu dicht an der Stadt. Noch eine Straße, die geht nach Norden ab. Und dann aber eher nach Nordwesten. Und dann macht sie so einen Bogen. Da ist auch kein Häuschen oder sowas. Könnte die sein. Und dann kommt noch eine Straße nach Südwesten. Die gibt's nicht. Also die nach Süden sind nicht eingezeichnet. Das ist ärgerlich. Und jetzt wieder rum. Geht's wieder nach Osten. Geht's leicht nach Norden? Jetzt geht's nach Osten. Jetzt geht's wieder nach Südosten. Die Straße ist viel zu gerade für das, was ich auf der Karte sehe. Dann kommt eine Kurve wieder. Wir landen im. Jetzt fahren wir nach Nordosten das erste Mal. Dann geht es wieder nach Südosten. Und wieder kurz nach Osten. Also mir fehlen diese Straight-Ost-Dinger. Ich würde ja sagen, wir sind viel weiter hinten, als ich denke. Und jetzt wieder nach Osten. Also ich mache keine klare Schlangenlinie, so wie hier haben wir eine Straße, die geht von unserer weg nach Westen. Das heißt, nach so gibt's auch wieder nicht. Wie auch. Unsere Straße führt, sag ich mal, ja, eigentlich westlich, knickt ab nach Südwesten und die knickt ab nach Nordwesten. Das heißt, wir hätten eigentlich so eine Trennung. Norden, Osten, Süden, Westen. Nordwesten, Südwesten. Vielleicht. Nee. Wir kommen ja genau auf die Stelle, das wissen wir. Das heißt, wir können nur auf der hier sein. Wir können hier nicht auf einer Seitenstraße sein. Und gleichzeitig, na gut, die Einfahrt wird nicht verzeichnet. Andererseits kann man auch nicht reinfahren. Nehmen Sie es denn als Straße auf? Vielleicht ist es nur eine Einfahrt. Und jetzt sind wir im Ort. Und dann kommt die Stelle hier.
Und dann kommt eine Straße nach rechts? Nee. Das kann doch nicht das hier sein. Das sollen schon 100 Meter sein. Das sind 200 Meter. Das sind doch mehr als 200 Meter, oder? Ah. Das kann man aber schon als Straße werten. Dann kommt nochmal Straße links, rechts. Ist auch nicht eingezeichnet. Okay, das ist alles nicht eingezeichnet. Ja, aber warum sind die Sachen nicht eingezeichnet? Das macht ja so gar keinen Sinn. Ich kann hier sogar reinfahren, dann muss es eingezeichnet sein. Und dann fahren wir hier nach Norden. Und dann fahren wir hier nach Osten. Das ist nicht die Stelle, wir sind nicht da. Das passt einfach nicht. Passt ja vom Namen her nicht. Aber es gibt den Namen hier nirgendwo. Aber die Straße hier verläuft auf jeden Fall nicht so, wie wir sie bräuchten. Also das geht gar nicht. Die hier verläuft ähnlich. Wir können im Osten nicht weiterfahren, kurzzeitig. Das ist das Kriterium, was alle erfüllen müssten. Ohne dass wir so einen komischen Haken fahren nach Süden und dann nach Norden, um dann wieder nach Osten zu fahren, genau. Also wir kommen so, machen so einen Bogen und dann wieder raus. Und die beiden Bögen sind miteinander verbunden. Also das ist sowas hier. Das ist doch... Und wir sind nur 8 Kilometer davon weg. Und hier würde ich ja dann erwarten, dass die große Stadt dran steht, wenn wir da unten wären. Das heißt, wir müssen schon hier irgendwo uns rumtingeln. Das hier könnte sein, aber wir kommen nicht übers Wasser. Auch ein wichtiges Kriterium, nicht? Ein Fluss, obwohl wir über eine Brücke kommen. Wir kommen hier nicht über Wasser in der Menge. Was ich schon mal hatte, dass es den Ort zweimal gab, in dem wir jetzt hier gefunden haben.
Wobei dieses Aiello und das andere, na gut, es wurde nicht so geschrieben, nicht? Unseres wird mit dem U geschrieben. Dass wir vielleicht doch irgendwo eher hier sind oder so. Aber warum sollte denn der Ort dran stehen? Gut, aber vielleicht gibt's den auch nochmal. Ja. Aber dann würde ich, hätte ich Veria und Alexandria doch schon mal gelesen. Das haben wir alles nicht. Das ist echt ärgerlich heute. So kurz vorm Ziel, ey. Hallo, Normalement. Kann doch nicht sein. Wir brauchen Griechen im Chat für so eine Situation. Anios. Ich meine, selbst das Anios, wenn wir es weglassen, dieses Poo sehe ich halt auch nirgendwo. Sie hat nur dieses Pock. Und das kann es halt nicht sein. Weil hier kann man nach Osten weiterfahren. Ich meine, nach Osten ist ja okay, aber dann müssten wir eigentlich so kommen. Aber das passt halt auch nicht. Hier, vielleicht über Aidipasti. Ja, wir können nur hier sein. Aber das macht gar keinen Sinn. Die Straßenführung passt nicht. Erstmal fehlen die Kreuzungen, wo wir links und rechts rein können. Wir können nach Osten weiterfahren. Und die Straße verläuft nach Norden. Das macht gar keinen Sinn. Ich meine, hier, okay, die hier würde so schon verlaufen. Aber wo ist bitte die Stelle hier? Okay, also grundsätzlich geht's ja hier nach Westen. Nordwesten. Das könnte also die Stelle sein. Gehen wir davon mal aus. Und das POC wird mit U eigentlich geschrieben, hier mit so einem S. Und die Straße biegt nach Süden ab. So, die Straße biegt nach Süden ab. Geht nicht mehr weiter und geht dann nach Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Die geht nach Süden und dann nach Westen. Das gibt's hier nicht. Das macht mich halt irre. Und dann geht's hier nach Norden. Nordwesten. Und dann nach Westen. So, also die geht nach Westen, Nordwesten, Süden. Und dann kommen wir irgendwie auf diese Straße hier. Das kann. Ich muss es mir aufmachen, glaube ich. Ihr wisst, was das heißt. Unser Power Tool. Alles klar, Paint hatte ein Update. Schön. Heute rutschen die auf jeden Fall, die Kontaktlinsen.
Paint. So, wir fangen wieder an. Norden, Osten, Süden, Westen. So. Ich fange einfach mal von diesen beiden Straßen an. So, weil das ist ja eine lange Gerade. Die ist gut. Also wir fahren eine ganze Weile leicht östlich mit Nordeinschlag. Okay. Leicht östlich, ne? Leicht östlich mit Nordeinschlag. Dann eine langgezogene und dann geht es leicht südöstlich. Kurve. Dann geht es leicht südöstlich. Dann nochmal eine Kurve, dann geht es wieder nach Osten. Dann kommt, wartet, das ist jetzt wichtig, dann machen wir einen Bogen nach noch mehr Südosten wieder. Das ist vielleicht zu stark. Dich nur ein ganz kleiner, so vielleicht. Ist eigentlich auch schon zu stark, was? Ja, eher so. Und die andere Straße geht eigentlich parallel dazu. Die geht... Ah ja, okay, warte. So. Die können wir auch befahren, das heißt, die muss eingezeichnet sein. Oh, dann kommt eine, die geht nach... Ja, nach Süden weg, würde ich fast sagen. So. Da kommt eine, die geht nach... Nordosten weg. Müsste eigentlich sich mit der anderen treffen da hinten. Aber ich sehe nicht, ob sie es tun. Vielleicht geht die da hinten auch anders. Oh, das wissen wir nicht. Unsere geht dann auf jeden Fall nach Südosten und langsam auch stärker Südosten. Und auch eine ganze Weile. Dann kommt eine Kreuzung. Und die sagt Nordosten Richtung Südwesten. Oh. Ups. Also, wie machen wir das? Ja, eigentlich. So. Dann geht unsere Straße ein Stück weiter noch. Dann kommt nochmal eine Kreuzung. So würde ich sagen. Noch nordöstlicher, noch südöstlicher, noch südlicher fast. Also eher so. Dann kommt wieder ein kleiner Knick und dann gehen wir fast wieder nach Osten. Na? Eigentlich direkt so. Und dann kommen wir auf eine Sackgasse. Hier geht ein Millimeter geht nach Süden. Zeichne den mal ein. Und dann machen wir eine Kurve nach Nordwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Nach Nordwesten. Also so. Das ist doch krass. Südosten. Rum nach Nordwesten.
Hier passt irgendwas nicht mit dem Kompass, kann das sein? Oder ist das wirklich so krass? Es sieht nicht so krass aus. Dann fahren wir nach Nordwesten. Und dann machen wir einen harten Bogen Richtung Osten. Wie soll das gehen, Alter? Das ist echt 90 Grad dann. So, und hier geht aber auch gleichzeitig noch eine Straße nach Westen ab. Wie auch immer die führt. Westen und dann geht sie nach Norden weg anscheinend. So. Und hier geht noch eine Straße nach Nordosten. Okay. Und das ist aber der Hauptweg hier. Oh, okay, wird zu dick. Den müsste ich mit einer anderen Farbe einmalen. Farben? Paint-Farben? Ah, nur wenn man breiter macht. Also, kritischer Pfad ist der hier. So. Und das müssen wir jetzt finden auf der Karte. Und das macht doch diese Stadt hier niemals. Das hier könnten die beiden Abfahrten sein. Aber dann passt das mit dem Kompass nicht. Und vor allem, wo ist... Also wir können nicht in dieser Stadt hier sein. So gern ich da wäre, auch wenn es 6 Kilometer bis da nur sind. Hier gibt es das halt auch nicht. Das ist so eine markante Straßenführung, die muss einfach auffallen. Und das ist hier zum Beispiel. Aber das ist gekippt. Aber so in etwa sieht das aus, nicht? So eine krasse Stelle ist das. Die sieht man von oben. Ich sag's euch. Hier zum Beispiel. Ja, nur auch wieder falsch rum, ne? Über Süden geht das hier. Wir müssen aber nach Norden. Das Ding nach Norden gekippt. Und nur 6 Kilometer von diesem Ort hier weg. Das heißt, das kann ja auch nicht viel sein. Okay, warte, wo ist der Ort? Da. Ja doch, okay, also das hier sind die 5 Kilometer. Das heißt, wir können hier sein. Ja, das ist die Stelle vielleicht. Aber wo? Nee, kann sie auch nicht sein. Das ist nicht Ost-West genug. Vor allem, wir kommen ja vom Westen. Komm westlich rein. Von dann knickt nach Norden. Komm westlich rein. Von dann knickt nach Norden. Machen wir nicht. Komm westlich rein, fahren knick nach Norden. Nein. Wir fahren westlich rein, knick nach Norden. Nein, ist auch viel zu klein. Ha. Okay. Das hier. Hier kommen wir westlich rein. Aber hier gibt es keinen Knick nach Norden oder irgendwas. Hier kann man die ganze Zeit durchfahren. Ich weiß halt nicht, ob die Straßenmarkierungen korrekt sind.
Ja, aber hier kann man die ganze Zeit immer überall weiterfahren in den Straßen. Also auch hier könnte man weiterfahren. Wir können hier nicht weiterfahren. Wir haben im Osten eine Blockade und können auch nicht nach Süden. Wir können nur nach Norden. Und dann fahren wir aber nur einen Bogen rum. Ah, da stört mich halt auch der Fluss dran. Also ich sag euch, die ist nur nicht richtig abgebildet, die Straßensituation. Vielleicht gibt's die Straße hier gar nicht. Oder gab's nicht. Weil wir fahren hier vielleicht südlich. Es geht nicht weiter. Das passt auch nicht hundertprozentig. Straßennamen werden wir hier auch nicht herausfinden, oder? Und den Ortsnamen, den gibt's halt auch nicht. Und den Ort gibt's eigentlich auch nicht. Eine Kirche oder sowas haben wir auch nicht. Wir haben gar keinen Landmark oder irgendwas. Und das ist... Ah, guck mal. Das ist die Straße. Wenn wir die hier weiterfahren... Vom Anfang, dann fahren wir östlich, 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 drehen uns etwas nach Süden, östlich, 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 fahren ein bisschen weiter nach Süden und dann kommen wir auf der Straße raus, hier, ja, okay. So sieht es also aus. Okay. Und den gibt's nicht. Das heißt, der Ort ist vielleicht gar nicht so groß. Es könnte also so ein ganz kleiner Knick hier unten drin sein, der uns so rumführt. Vielleicht ist auch das andere die Hauptstraße und wir fahren die hier und fahren deswegen nach Norden. Und das ist vielleicht nur nicht richtig eingezeichnet. Oh, hier. Aber hier könnte man weiterfahren. Aber hier hätten wir mal so einen Knick. Aber keine Straße, die zurückführt. Und hier hätten wir auch keine parallele Straße jeweils. Hätten wir eh viel zu viel. Okay, es muss also kleiner sein. Und ich könnte mir hier sowas vorstellen, nicht? Dass die Straße geht ab, aber wir fahren auf der hier und müssen dann nach Norden irgendwie. Aber das würde mich schon wundern. Aber wie kann es denn so schwer sein? Es gibt nur 5 Dörfer und keins passt. Ja, vielleicht kommen wir auch von dieser dummen kleinen Straße hier. Das würde auch nicht passen. Süd, Nord, Ost.
Ist auch schon fast zu groß, würde ich sagen. Vielleicht sind wir in dem hier oder sowas. Weil hier haben wir so eine Situation. Hier gibt es nur nicht die parallele zweite Straße. Das hier passt am besten, oder? Ich würde fast sagen, das hier ist es. Also so von der Zeichnung her würde ich fast 100% sagen. Vielleicht haben sie die Straßen halt umgebaut. Nur warum es hier nach Süden weitergeht. Eigentlich müsste hier dicht sein dann bei uns. Obwohl, wir fahren bis hierhin, dann müsste hier dicht sein. Dann würden wir hier rauskommen und so zurückfahren. Also das passt schon am allermeisten gerade. Es würde auch von der Straßensituation hier passen mit dem einmaligen Nordding. Ja, von den Bergen aus hilft uns das nicht weiter. Boah. Ist das eine Pisse heute? WB. Was ist hier? Können wir auch durchfahren. Was ist hier? Können wir auch durchfahren. Was ist hier? Können wir auch durchfahren. Das sind wahrscheinlich so eine Nuancen, dass ich sie nicht mehr wahrnehme jetzt. Ich meine, selbst das hier würde irgendwie passen, wenn wir über die Straße kommen würden. Aber auch nicht zu sehr. Oder wir sind hier wirklich in so einem kleinen Ding, was nicht eingezeichnet ist. Das würde erklären, warum der Name nicht irgendwo auftaucht. Oder die Straße ist halt umgebaut. Hier haben wir einmal so eine Situation auch nach Norden, aber das wäre auch viel zu groß. Wobei, hier würden die sich trennen und hier aufeinandertreffen, aber das hier passt wieder nicht. Wobei es hier nach Süden nicht weitergehen würde, aber da würde es nach Norden noch eine Straße abgeben, die haben wir nicht. Wäre auch, glaube ich, zu dicht hier dran und zu groß. Und was mit diesem Kaidolo-Pitch? Da gucken wir auch nochmal. Vielleicht kommen wir hier. Also ganz ehrlich, rein von der Straße her, wo war's? Eins von denen hier oben passte einfach sehr, sehr gut. Da sind wir in iPass selber. Wird aber keinen Sinn machen, warum sollte dann 6 Kilometer nach da dran stehen? Ja, das hier war es, nicht? Also, ganz ehrlich, von der Straßenführung kann es nur das sein. In irgendeiner Weise.
Das würde auch erklären, 33 Kilometer nach da, 66 nach da. Nee, nicht ganz, nicht? Das sind 66, wären zu viel und das 33 zu wenig dann. Also wir müssten eher hier unten hocken. Oh Mann. Griechenland, ich hasse dich. Griechenland ist einfach scheiße und wir können nicht in die andere Richtung fahren. Das ist die größte Kacke gerade. Ich kann ja nicht einfach umdrehen vom Startpunkt aus. Ich kann nur in die eine Richtung fahren. Wenn wir sind relativ hoch. Im Norden ist ein hoher Berg. Dazwischen ist eine Ebene. Ja gut, aber das würde wieder für dieses Dorf hier sprechen. Welches war es von denen? Das war es hier nicht. Das auch nicht. Da ist verloren wieder. Dem hier. So, und dann würden wir über die Straße kommen. Das heißt, wir wären hier oben gerade. Und dann würde ich im Norden den da drüben sehen. Da wäre auch die Stadt und dann wäre das da hinten Thessaloniki schon. Oder eine der kleinen anderen Städte. So, und in die westliche Richtung sehen wir auch den Bergkamm. Und da ist auch eine Stadt davor, das ist die da. So, und unsere Straße geht nach Westen und man macht dann den harten Cut nach Süden, das ist hier, und dann geht's wieder rum mit einer harten Kurve. Nach Südwesten. Ja. Das heißt, wir stehen irgendwo hier. Und zwar eher vor der Kurve. Oh, aber nach uns kommt ja keine Kurve. Wir fahren ja dann relativ östlich. Dann kommt dieser eine Weg rein. Der ist nicht eingezeichnet. Ja. Sehen wir die andere Straße, die weggeht? Können wir uns an der orientieren? Gibt's die überhaupt? Ah, okay, da kommt nochmal die Gerade. Dann sind wir hier. Ja, das ist die Gerade hier. Und wir stehen vor der kleinen Kurve. Also, hier irgendwo. Finish. 5,96 Meter. Es war dieses Dorf. Okay, die Straße ist nicht korrekt eingezeichnet. Weil die Hauptstraße geht hier lang. Das heißt, Google hat einen Kartenfehler. Das verwirrt natürlich total, aber von der Form her konnte es ja das nur noch sein. Nicht? Es war einfach 100%. Und die dicke Straße ist einfach auch nur eine kleine Gasse. Also das ist echt mies. Hier ist diese Doppelteilung. Okay, an der hätte ich es auch noch festmachen können. 5,95 zu viel. Ah. Ich bin ja froh, dass ich mitten auf dem Feld die Position gefunden habe. So. 30.000 Punkte.
endlich mal wieder Geotastic besiegt. Bis zum nächsten Mal.